So, Freunde, was geht? Battlefield 1. Momentan sehen meine Kommentare so aus. Ich war Level 87 und wurde auf Level 0 zurückgesetzt. Wie kann das sein? Hat irgendwer von euch das gleiche Problem? Hat von euch auch jemand das Problem, dass eure BF1-Stats zurückgesetzt wurden? Hey Leute, eine Frage. Bin Level 70, aber heute Morgen wurde alles gelöscht. Das heißt, ich bin wieder Level 0. Klassenrang auch alle Level 0. Und bei meinen Stats sieht es auch düster aus. Erstmal, Freunde, keine Sorge, das sind nur Serverprobleme, die Battlefield jetzt schon den ganzen Tag hat. Das sieht bei jedem so aus. Jeder ist Level 0. Jeder hat nichts mehr freigeschaltet. Sobald diese Serverprobleme vorbei sind, hat auch jeder wieder alle seine Level, alle seine Freischaltungen und alles ist wieder so wie vorher. Allerdings, diese Serverprobleme ziehen sich jetzt schon wirklich über den ganzen Tag. Zwischendurch war zwar mal für einen kurzen Zeitraum alles wieder in Ordnung, das heißt, alles war wieder da und man konnte auch spielen, aber das war wirklich nur ein ganz kurzer Zeitraum und man kann halt auch jetzt schon die ganze Zeit nicht spielen und das ist halt auch ein bisschen blöd fürs heutige Video, weil ich eigentlich so ein paar Sachen machen wollte, die ich jetzt nicht machen kann, weil man Battlefield 1 nicht spielen kann, man kommt auf keine Server rauf. Und dementsprechend gibt's heute das, was ich noch so zusammengemixt auf Lager habe. Freunde, ich habe vorgestern einen Kommentar gelesen und zwar den hier. Man kann einen Superjump machen, indem man auf einen Teamkollegen springt, der am besten in einer Ecke steht, der sollte auch Medic sein. Und wenn du dann auf den Medic springst und der von unten nach oben eine Medic-Tasche wirft, fliegt der Kollege weit nach oben. Ist mega lustig. Und das ist eine Sache, die wir natürlich direkt ausprobiert haben. Und Freunde, das funktioniert wirklich. Man kann sich in Battlefield 1 mit dieser Technik hochboosten, so hochschleudern. Und naja, das führt halt auch dazu, dass man an bestimmte Orte kann oder kommt, wo man normalerweise jetzt nicht hinkommen würde, weil da halt eine Leiter fehlt und es zu weit oben ist, wie zum Beispiel auf Festung von Vor, dass man einfach sich auf diesen Turm hier hochboosten kann. Das ist jetzt natürlich keine große Distanz nach oben, also ist jetzt nicht so weit, aber man kommt da hoch und normalerweise würde man nicht auf den Turm raufkommen, weil da halt keine Leiter ist. Und das ist halt so eine Sache, boosten, mit Teammates hochboosten, das ist in anderen Spielen gang und gäbe, wie zum Beispiel in Counter-Strike. Das sind Boosts ja auch ein fester Bestandteil, das macht man halt einfach an verschiedenen Stellen, um dann Vorteil zu bekommen und so weiter und da damit dann die Gegner zu überraschen und die wegzuholen. Und das geht auch in Battlefield 1 und naja, und man kann halt auch nicht nur einen Zwei-Mann-Tower machen. Wenn man beispielsweise zu dritt ist, kann man auch auf die ganz hohen Sachen rauf, wie zum Beispiel hier auf Suez. Jungs, guckt mal nach links. Da ist eine Leiter. Ne, okay, hinlegen. Wir können das auch ohne Leiter, wir brauchen keine Leitern. Fuck die Leitern! Bin drauf. Nee, die Leitern werden ja mal abgekämmt. Aufstehen. Von oben. Aufstehen. Ja, schön. Okay, ich schmeiß jetzt. Ja? Oh, ich bin oben drauf! Ja, ob das Ganze denn nützlich ist, ob man das in den normalen Spielfluss sauber mit einbauen kann, ist eine andere Sache. Dementsprechend komme ich zu einer Frage, die sehr, sehr häufig gestellt wird. Und zwar, was ist meine Lieblingswaffe? Welche Waffe finde ich am geilsten? Mit welcher spiele ich am liebsten? Und das ist definitiv die Auto-Loading 8.25 Extended. Die gute alte Selbstladebüchse. Ich werde zwar ziemlich sicher zu dieser Waffe noch ein eigenes Video machen und auch allgemein zu meinen Lieblingswaffen, warum ich was spiele und was ich alles sonst noch so mitnehme. Da wird es definitiv auch ein Video zu geben. Aber warum die Autoloading, die Selbstladebüchse, so verdammt geil ist? Erstmal, man kann sie im Nahkampf ultra heftig durchtriggern. So, jetzt kann es abgehen. Auf geht's, auf geht's. Jetzt, hallo, geh mal safe, mate. Das heißt, man hat im Nahkampf eine ziemlich hohe Feuerrate, vor allem für Medi-Waffen. Das ist einfach die höchste Feuerrate von allen Medi-Waffen, die es gibt. Aber wenn es denn zum Distanzkampf kommt, je nachdem, wie weit der Gegner weg ist, ist das ein bisschen anders. Denn auf Distanz kann man die Waffe halt einfach nicht mehr durchprügeln, weil dann kommt halt die Streuung zum Einsatz und die Schüsse fliegen halt dann nicht mehr dahin, wo man hinzielt. Bei der Waffe kann man die Streuung abnormal gut regeln, beziehungsweise je nachdem, wie gesagt, wie weit der Gegner weg ist, muss man anders klicken, in einem anderen Rhythmus. Und das ist halt nicht so MP-Style oder LMG-Style von wegen einfach durchdrücken, durchdrücken, durchdrücken. Nein, man muss hier, im Nahkampf kann man durchprügeln, auf Mitteldistanz muss man so und so klicken, so ein bisschen mit Gefühl. Und auf weiter Distanz muss man dann so und so klicken, mit ein bisschen mehr Gefühl. Und das ist so ultra abwechslungsreich. Je nachdem, wie weit die Gegner weg sind, muss man immer anders klicken und anders spielen. Und das ist halt einfach so eine kleine Sache, die mir extrem viel Spaß macht. Es ist bei der Waffe nicht immer das Gleiche. Je nachdem, wie weit weg die Gegner sind, ist es immer was anderes. Und da reinzukommen und das denn
gut hinzukriegen, macht einfach unfassbar viel Spaß. Und das ist einer der Gründe, warum das meine absolute Top-Waffe ist. Ich glaube, ich habe damit knapp 5000 Kills und bin auch in den Top 100 drin. Das Rennen zu Top 1 weltweit mit der Selbstladebüchse erweitert ist auf jeden Fall am Start. Macht mega viel Spaß zu spielen. Die Waffe nicht so wie Sniper Campin, sage ich mal, mit dem Sniper-Schild. Denn das haben wir ausprobiert und irgendwie lief das Ganze nicht so gut. Wer meint's hier hin? Und ich gehe hier hin, okay? Haben wir alles abgedeckt. Wie das aussieht. Ich sehe nichts. Ich kann da nicht durchgucken. Ach so, okay. Ich seh nichts. Seht ihr was? Nö. Ja, aber das warte, muss so. Wir müssen halt einfach warten, bis was passiert. Das ist nämlich absolut kein Problem, wenn die Häuserwand kaputt ist. Denn wir bauen uns einfach eine neue. Komm, du auch okay, meinst du, ich kann meins nicht okay, aufsetzen. Okay, dann alle nochmal ein Stück nach rechts. Oh, doch, geht. Ja, jetzt muss ich meins wieder aufstellen. So. Kein Problem, wenn die Häuser... Ah! Irgendwas schießt davon! Ja, lass ihn einfach runter. Hinlegen! Einfach hinlegen! Das ist ein Heavy Tank! Ja. Oh. Der Heavy Tank! Ich bin runtergefallen! Ich bin tot! Ich weiß nicht, wo ich hin soll! Ja, ey, hier komm, wir legen uns zu denen da! Nimmst du ein SMLE oder was? Ey, der hat auch ein Schild, wie geil ist das denn? Ja, wir legen uns hier einfach dazu. Nein. Mann! Ich bin tot! Das Geschütz? Okay, Freunde, bei Battlefield sollte morgen eigentlich alles wieder in Ordnung sein und normal laufen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, freue ich mich sehr, mal einen Daumen nach oben. Ein Like! Vielen Dank für euren heftigen Support. Dickes Danke geht raus an euch. Wenn ihr auch keine weiteren Battlefield-Videos verpassen möchtet, freue ich mich auch selber ein Abo. Jeder ist herzlich willkommen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss.